Hallo liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Was ist eigentlich so neu an der Neuzeit? Für alle, die an der Evangelischen Hochschule Tabor bei mir studieren, ist das jetzt das Video vom Modul Kirchengeschichte 2. Wir steigen in eine neue Zeit ein und fragen uns, wie es mit der Kirchengeschichte nach dem 30-jährigen Krieg gegangen ist. Seit 1640. Was ist neu an der Neuzeit? Das ist die entscheidende Frage. Wir leben heute in einer Zeit, die sich wesentlich unterscheidet vom Mittelalter. Und das ist uns allen sehr bewusst. Aber es ist nicht sehr reflektiert, was eigentlich der Unterschied ist zwischen der Zeit, in der wir heute leben und die schon seit ein paar Jahrhunderten so ist, und einer Zeit, die wir als das alte, dunkle Mittelalter empfinden, die eben noch nicht die Neuzeit war. Dazu müssen wir uns erstmal klar machen, wieso die Geschichtswissenschaft heutzutage die Zeitepochen der Geschichte so einteilt. Ich habe euch hier mal ein kleines Schema mitgebracht, an dem man sich das deutlich machen kann. Im Grunde ist es so, dass man sagt, man kann die Weltgeschichte in vier Zeitalter einteilen. Das eine ist sozusagen die vorchristliche Zeit. Die hat jetzt mit Kirchengeschichte nicht so viel zu tun. Von daher beschränke ich mich jetzt mal auf die letzten 2000 Jahre. Und wenn man die letzten 2000 Jahre anschaut, dann kann man das eigentlich in drei große Zeitabschnitte einteilen. Nämlich zunächst in die Antike, in die Zeit der alten Kirche, wie wir Kirchengeschichtler das nennen. Das ist ungefähr die Zeit von 0 bis 500, von Jesus bis, wie ihr hier seht, bis zur Taufe Chlodwigs, bis die Franken Christen werden. Das könnte man so als Einschnitt nehmen. Manche sagen auch 529, dass die Gründung des ersten Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino, das wäre so ein Schlussdatum für die kirchengeschichtliche Antike, weil da auch die philosophische heidnische Akademie in Athen geschlossen worden ist. Grob gesagt, also 0 bis 500 ist die alte Kirche. Wenn man dann weiterschaut, kommen wir zu einem längeren Abschnitt, nämlich ungefähr 1000 Jahre. Das ist das Mittelalter und da kann man jetzt grob sagen, das Mittelalter fassen wir so von 500 bis 1500, ungefähr 1000 Jahre. Wenn man das mit irgendwelchen Daten verbinden will, kann man sagen, von der Taufe Chlodwigs ungefähr um 500, hier 498, bis zur Reformation, bis zum Thesenanschlag 1517. Wir sehen hier ein paar entscheidende Ereignisse des Mittelalters, die man schon in meinen Kirchengeschichtsvideos näher erklärt bekommen konnte. Karl der Große wird Kaiser in Rom um 800. Das große Schisma zwischen der orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche 1054. Die Kreuzzüge, die 1096 anfangen. Die katholische Kirche auf dem Höhepunkt ihrer Macht im vierten Laterankonzil 1215. Das Konzil von Konstanz 1414, wo dann 1415 Jan Hus verbrannt wird. Die ganze Frage zwischen Konziliarismus und Papalismus, das konntet ihr im Video zum Spätmittelalter sehen. Und das alles ist das Mittelalter. Das Mittelalter geht zu Ende Anfang des 16. Jahrhunderts. Und man kann es noch einteilen hier in Frühmittelalter, Hochmittelalter und Spätmittelalter. Und danach, so sagen die Geschichtsforscher, beginnt die Neuzeit. Die Neuzeit kann man dabei noch in drei Abschnitte eigentlich einteilen. Ich mache mich hier mal oben über die alte Kirche und das Mittelalter. Man kann sagen, es gibt innerhalb der Neuzeit noch drei Unterteilungen. Die frühe Neuzeit, die jüngere Neuzeit und die neueste Zeit. Die frühe Neuzeit, das ist für uns Kirchengeschichtler die Zeit vom Thesenanschlag Luthers bis zum Westfälischen Frieden. Ungefähr 150 Jahre
Wir fassen das in der Kirchengeschichte als die Zeit von Reformation und Gegenreformation, eine Zeit, die so einen eigenen Abschnitt bildet und die man im Allgemeinen die frühe Neuzeit nennt. Manche lassen diese frühe Neuzeit noch ein bisschen weitergehen bis 1789, bis zur Französischen Revolution. Ich teile das jetzt hier nochmal in einen eigenen Abschnitt ein, weil wir die Zeit bis zum Dreißigjährigen Krieg so mit der Reformationszeit, mit der Gegenreformation schon behandelt haben. Kann man sagen, diese Zeit vom Westfälischen Frieden, vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis hin zur Französischen Revolution 1789, das ist nochmal so ein eigener Abschnitt, wo sich ganz viele neue Sachen entwickeln, wo eigentlich die Neuzeit erst so richtig in Fahrt kommt. Ich nenne das hier mal die jüngere Neuzeit und manche andere mit mir. Und nach der Französischen Revolution redet man dann von der neuesten Zeit. Also wer sich mit Kirchengeschichte seit 1789 beschäftigt, der ist dann Professor für Kirchengeschichte der neuesten Zeit. Manche nennen das auch kirchengeschichtliche Zeitgeschichte. Zeitgeschichte ist vielleicht noch die neueste Zeit. Zeitgeschichte nennt man eigentlich den Teil, bei dem heute noch Menschen leben, die das miterlebt haben können. Also letztlich, sage ich mal, vom Ersten Weltkrieg bis heute, das würde man so die Zeitgeschichte nennen. Das alles ist die Neuzeit. Also wenn ich jetzt im Folgenden immer über die Neuzeit rede, dann rede ich über die letzten 500 Jahre. Seit dem Thesenanschlag von Martin Luther, was sich durch die Reformation verändert hat oder wovon die Reformation schon ein Ausdruck war und was sich dann nach dem Westfälischen Frieden weiter ausgewirkt hat zur Französischen Revolution, Aufklärung, politische Umwälzungen, Weltkriege, 20. Jahrhundert. Das alles ist die Neuzeit. Es ist eigentlich eine ganz simple, fast zu vereinfachende Einteilung der Geschichte. Wir haben die alte Zeit, die Antike bis 500. Wir haben die neue Zeit, in der wir leben, seit 1500. Und dazwischen gibt es halt eine Mittelzeit, das Mittelalter. Man kann sich darüber streiten, ob das eine sinnvolle Einteilung ist. Es gibt auch Alternativen, wie man die Geschichte einteilen kann. Ich finde das immer so ganz gut merkbar und logisch. So, dass, also wenn ich jetzt von Neuzeit spreche, ich immer über die letzten 500 Jahre rede. Was ist jetzt aber das Neue der Neuzeit? Das ist unsere Frage und ich möchte das mal ein bisschen klar machen anhand so einer kleinen Tabelle, wo ich immer ein bestimmtes Thema nenne und dann zeige, wie wird dieses Thema im Mittelalter behandelt und wie ist das in der Neuzeit. Also, wenn wir da mal anfangen, zuerst die erste große Entwicklung, die in der Neuzeit stattfindet, ist eine Pluralisierung. Hierbei geht es eigentlich um das Thema der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das ist eine große Frage der Menschheit durch alle Zeithalter hindurch. Und die Verschiebung, die jetzt vom Mittelalter zur Neuzeit passiert, ist in der Wahrheitsfrage eine Pluralisierung. Im Mittelalter hat man nämlich gedacht und ging davon aus, dass die Wahrheit eine ist. Es gibt eine Wahrheit, es gibt einen Kaiser, es gibt eine Religion. So stellte man sich im christlichen Mittelalter die Wahrheitsfrage vor. Dann kam die Reformation, hat auf einmal eine Spaltung gebracht, hat auf einmal zwei verschiedene Wahrheiten nebeneinander gestellt, die evangelische Wahrheit und die katholische Wahrheit. Man versuchte sich zuerst durch Bücher, Schriften, Diskussionen, Disputationen auseinanderzusetzen, vielleicht wieder zu einer Überzeugung der Wahrheit zurückzufinden und auch damit die Einheit des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu gewährleisten. Das klappte nicht, dann versuchte man es mit Krieg, wenn schon nicht mit Diskussion eine Wahrheit gefunden werden kann, dann vielleicht doch wenigstens mit Gewalt. Aber auch das scheiterte, sodass man schließlich im Augsburger Religionsfrieden zunächst 1555
und im Westfälischen Frieden dann auch nach der Gewalt, nach dem gewaltsamen Versuch, sich eingestehen musste, es gibt mehrere Wahrheiten. Man muss es einfach akzeptieren, die einen denken evangelisch, die anderen katholisch, manche sogar reformiert, manche lutherisch. Anscheinend können wir uns nicht einigen, wir müssen es akzeptieren, dass man in der Wahrheitsfrage unterschiedlicher Meinung sein kann, dass es plurale Überzeugungen geben darf, die nebeneinander stehen können. Und das kann und darf so sein, ohne dass die Welt untergeht. Das war im Mittelalter noch völlig undenkbar, aber jetzt gewöhnte man sich am Anfang der Neuzeit daran und ja, akzeptierte es, dass es sich widersprechende Wahrheitsansprüche geben kann und dass man die nicht mehr ausgleichen muss. Die Menschen haben es seit 1648 akzeptiert, dass in Europa zumindest verschiedene Weltanschauungen nebeneinander ruhig stehen bleiben dürfen und können. Und wir können damit leben und wir können trotzdem in Frieden miteinander umgehen. Das ist in manchen Teilen der Welt bis heute noch nicht so. Diese Pluralisierung ist eine typisch westliche Erscheinung. Es gibt bis heute Völker, Kulturen, Staatsformen. Die chinesische Kultur, wenn ich so denke, ist eher immer noch eine Einheitskultur, die sehr darauf achtet, dass alle irgendwie bei einer Weltanschauung irgendwie mitmachen in großen Teilen. In Europa setzt sich also eine Pluralisierung immer mehr durch. Zunächst ein paar Wahrheiten und schließlich im 20. Jahrhundert ganz viele Wahrheiten. Manche sagen, wir sind heute in der Postmoderne angekommen und dort gibt es einen uferlosen Wahrheitspluralismus. Jeglicher Absolutheitsanspruch wird heute abgelehnt und man muss einfach akzeptieren oder soll akzeptieren, dass es ganz viele verschiedene Wahrheiten gibt. Jeder darf im Grunde seine eigene Wahrheit finden und ja, das gehört heute zur Postmoderne. Also die Pluralisierung wurde ins Extrem sozusagen weiterentwickelt, so dass man keinen mehr kritisieren darf, weil er irgendwie etwas anders denkt. Man muss auch ganz irrwitzige Überzeugungen nebeneinander stehen lassen, solange sie die ja nicht kriminell werden und irgendwie unsere Gesellschaftsform unterminieren. Das führte dann eben auch dazu, dass der Garant der einen Wahrheit, der im Mittelalter die Kirche war, auch an Bedeutung verliert. Wir werden das noch sehen. Der Bedeutungsverlust der Kirche hängt damit zusammen, dass jetzt eben plurale Wahrheiten nebeneinander geduldet werden und dass keiner mehr sagen kann, wir alleine wissen, was wahr ist und alle müssen sich nach uns richten. Es gibt mehrere Überzeugungen nebeneinander. Die nächste Verschiebung in diesem sogenannten Paradigmenwechsel vom Mittelalter zur Neuzeit, das habe ich hier mal Rationalisierung genannt. In der Frage der Rationalisierung ist es so, dass es um das Thema geht, was ist eigentlich der Maßstab? Was ist der Maßstab, nach dem wir Entscheidungen treffen, nachdem wir bestimmte Fragen lösen? Vorher im Mittelalter, was war da der Maßstab? Es war die Kirche. Die Kirche hat, wenn man irgendwie ein Problem hatte, hat man zum Papst geschaut, zur Kirche, dann gab es vielleicht ein Konzil oder der Papst hat es allein entschieden, was die Wahrheit ist, wie man sich etwas vorzustellen hatte. Jetzt hat man gesehen, die Kirche, welche Kirche denn überhaupt? Es gibt jetzt ja mehrere Kirchen. Vielleicht gibt es auch mehrere Wahrheiten. Nach welchem Maßstab einigen wir uns denn jetzt überhaupt, wenn wir jetzt mal in einem Staat zusammenleben und es gibt keine Kirche mehr, die uns sagt, darf man jetzt noch Menschen töten oder nicht oder welche oder mit welcher Methode oder so. Wenn wir jetzt gar nicht mehr die Kirche fragen, was jetzt Sache ist,
wen fragen wir denn dann? Was ist denn jetzt unser Maßstab, der überhaupt Entscheidungen treffen hilft? Und man kam darauf, das kann letztlich nur die Vernunft sein. Nur die Vernunft hilft uns jetzt noch, ein friedliches Zusammenleben zu gestalten. Der erste, der das so klassisch formuliert hat, war der französische Philosoph René Descartes mit seinem lateinischen klassischen Spruch cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Er hat so ein Gedankenexperiment gemacht, was überhaupt sicher ist und was, selbst wenn ich mir völlig falsche Vorstellungen machen könnte, heißt das doch immer noch, dass ich mir eine Vorstellung mache, sagte er. Und das Einzige, was wirklich unumstößlich wahr sein muss, ist, dass ich denke. Und weil ich denke, existiere ich. Sonst würde ich nicht denken. Das Denken ist irgendwie für ihn so ein letzter, tiefster Grund der Gewissheit geworden. Und von daher sagte er dann, vom Denken her können wir auch das Leben gestalten und entwickeln. Und viele kamen dann darauf und fanden das sehr einsichtig, dass sie gesagt haben, gut, wenn die Kirche nicht mehr der Maßstab ist, die wir fragen, wenn wir vor schwierigen Problemen stehen, dann fragen wir doch mal unsere Vernunft. Wir können doch einfach mal überlegen, was wäre denn vernünftig? Es gab auch Christen, die gesagt haben, ja, das ist ein super Maßstab. Zum Beispiel Hugo Grotius hat 1621 die Schrift geschrieben, De Jure Belli et Pacis, vom Recht des Krieges und des Friedens, wo er mitten im 30-jährigen Krieg sagte, wie könnte man denn Kriege verhindern? Vielleicht dadurch, dass wir uns alle mal an einen Tisch setzen und rein vernünftig mal überlegen, ob wir nicht bessere Lösungen finden, als uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und die Kirche ist da auch keine große Hilfe. Wir müssen tatsächlich mal die Kirche außen vor lassen, denn immer dieser Anspruch, ja, uns hat Gott gezeigt, wir müssen den Feinden die Köpfe einschlagen oder so, weil die so Irrlehrer und Ketzer sind. Das klappt alles nicht. Lassen wir mal Gott ganz außen vor. Man soll weiter an Gott glauben, gerne, aber sich nicht auf Gott berufen bei politischen Entscheidungen ist vielleicht hilfreich für den Frieden. Und so sagte Hugo Grotius, lasst uns doch mal so Politik machen und Entscheidungen treffen, et si Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Es gibt ihn, war er der Überzeugung. Aber für politische Fragen, wo wir unterschiedlichste Überzeugungen haben und wo Atheisten mit Christen zusammen überlegen, wie geht es denn weiter mit unserem Land, da müssen wir vorlassen und mit vernünftigen Argumenten austauschen. Die Vernunft wird jetzt der Maßstab, weil sie von allen Menschen nachvollzogen werden kann, weil man davon ausgeht, alle Menschen sind doch irgendwie vernünftig. Und mit Argumenten könnte man doch vielleicht über Leute überzeugen, in Frieden miteinander umzugehen. Wir haben im 20. Jahrhundert gesehen, das klappt auch nicht immer. Und es gibt auch Argumente, die Leute verwirren und so weiter. Aber war schon mal ein entscheidender Ansatz der Neuzeit. Rationalisierung, Ratio, das lateinische Wort für Vernunft, wird jetzt der Maßstab. Das rationale Nachdenken, das Argumentieren wird jetzt der Maßstab. Und das tritt immer mehr an die Stelle von kirchlichen Stellungnahmen. Und weil rationales Denken und Argumentieren ein wissenschaftliches Denken ist, was an Hochschulen besonders gefördert wird, treten jetzt also die Universitäten eigentlich so an die Stelle der Kirchen. In den Universitäten wird geforscht, was wirklich die Wahrheit ist, die man mit Vernunft finden kann. Und deswegen fragt man in der Neuzeit immer mehr die Experten, die Wissenschaftler, was man machen soll und nicht mehr die Kirchen. Bei Corona fragen die Politiker nicht zuerst den Papst oder den Ratsvorsitzenden der IKD, was sollen wir denn jetzt machen, sondern man fragt die Virologen,
die Wissenschaftler, die sich auskennen, und man überlegt mit rationalen Argumenten, wie man in die Zukunft geht. Das ist also der zweite Bereich, der in der Neuzeit passiert, die zweite Verschiebung. Nach der Pluralisierung kommt die Rationalisierung. Die dritte Verschiebung in der Neuzeit ist eine große Individualisierung. Hier geht es um die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich? Wer ist verantwortlich für alles, was so passiert? Und da kommt man darauf, im Mittelalter war es so, dass wir uns alle verantwortlich vor Gott gefühlt haben, wir Menschen. Jeder hat gefragt, was sagt Gott denn dazu? Und ich möchte das machen, was Gott sagt. Und vor dem muss ich mich ja verantworten. Jetzt passiert in der Reformation etwas Erstaunliches. Natürlich, auch Martin Luther war einer, der sich vor Gott verantwortet hat. Und er war in dem Sinne noch ein mittelalterlicher, ganz frommer Mensch. Und trotzdem taucht bei ihm jetzt auch schon etwas anderes auf. Als er auf einmal auf dem Reichstag in Worms steht, da sagt er, wenn ich nicht durch Argumente der Heiligen Schrift und Argumente der Vernunft überzeugt werde, bei ihm kommt beides jetzt schon zusammen, die Bibel, die Kirche, na die Kirche hat er im Grunde ersetzt durch die Bibel und die Vernunft, dann kann ich nicht widerrufen und dann gibt es dieses Wort, ob er es nun gesagt hat oder nicht. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen. Aber worauf es mir jetzt hier ankommt, hier stehe ich. Ich, das Ich steht bei Luther jetzt auf einmal im Mittelpunkt. Und er sagt, ich kann nicht anders. Und ich muss mich vor Gott verantworten, aber ich muss mich auch vor mir selbst verantworten. Ich muss mich selbst im Spiegel anschauen können. Und das wird jetzt zum allgemeinen Lebensmuster in der Neuzeit. Das steckt in uns allen jetzt total tief drin. Das hat die letzten 500 Jahre wahnsinnsmäßig geprägt. Und heute, 2020, ist es, kriegen wir von Geburt an mit. Ich muss ich sein, ich muss authentisch sein, ich muss mich vor mir selbst verantworten können. Ich frage nicht mehr nach Kirche, der normale Mensch fragt nicht mehr nach Bibel, nach Papst, nach Gott oder so, er fragt nur noch nach sich selber. Vor mir muss ich mich verantworten können. Immanuel Kant hat das 1784 klassisch auf den Punkt gebracht. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Die Rationalisierung, die Vernunft führt zu einer Individualisierung. Denn wo ist denn Vernunft und Verstand? Ich kann doch nur nach meiner eigenen Vernunft aussehen. Und deswegen geht es um eine Individualisierung. Der neuzeitliche Mensch fühlt sich mündig und selbstverantwortlich, Entscheidungen zu treffen nach Argumenten, die ihm einsichtig erscheinen. Das ist die Grundmotivation, weswegen jetzt ganz viele Leute anfangen zu denken und zu forschen und sagen, ich mache jetzt einfach, was meinen Überzeugungen entspricht. Ich habe ganz klar für mich zurechtgelegt, so und so ist die Welt und jetzt lebe ich auch danach. Ich bin ein mündiger Mensch. Das macht ganz viele jetzt zu Wissenschaftlern. Und es fördert die Erfindungen, die Entdeckungen. Ich entdecke jetzt einfach mal was, ich erfinde jetzt einfach mal was. Ich baue Maschinen, ich gestalte die Welt. Das führt zu Freiheitsbestrebungen, weil die Leute sagen, wir sind Individuen, die auch beachtet werden wollen. Wir Frauen wollen auch das Wahlrecht. Und wir Schwule und Lesben wollen auch gerne Ehen haben und Kinder adoptieren können und so. Das ist für uns vernünftig und wir sind doch vor uns selbst verantwortlich und möchten unseren individuellen Lebensstil auch leben. Das gehört zur Neuzeit und das, ja, und die Politik geht dem dann auch nach und schafft den Raum auch für individuelle Lebensmuster. Und gemeinsam ist dann der Neuzeit, dass man das auch respektieren muss, dass Menschen andere Lebensmuster haben und andere Glaubensvorstellungen.
dass es keine übergeordnete Instanz mehr gibt, weder die Kirche noch der Staat, der sagen kann, so darfst du aber nicht leben, weil wir das irgendwie nicht gut finden oder so. Es geht immer nur sozusagen natürlich bis zu der Grenze, wo anderen Leuten Schaden zugefügt wird, weil das wieder eine rationale Übereinkunft ist, dass wir nur so zusammenleben können, dass nur so Friede gewährleistet ist, wenn wir uns nicht gegenseitig schaden und massakrieren. Also, Individualisierung heißt, meine persönliche Überzeugung muss respektiert werden und der höchste Wert heutzutage ist eigentlich die Authentizität. Ich muss ich sein, ich muss mich vor mir selbst verantworten können, ich muss echt sein, ich muss ehrlich sein. Und alle diese Sachen, die ich jetzt hier sage, was sich in der Neuzeit neu entwickelt, das sind auch Sachen, die Christen genauso betreffen wie Nichtchristen. Auch Christen sind jetzt viel individualistischer, als sie es noch im Mittelalter waren. Und auch Christen fragen, wie kann ich jetzt authentisch mein Christsein leben, ich meinen eigenen Weg. Ich muss mir auch nicht mehr von meiner Gemeinde, meinem Pastor irgendwie was sagen lassen. Ich muss meinen Weg vor Gott natürlich finden. Das ist das Besondere bei den Christen, dass auch diese mittelalterlichen Überzeugungen mitgenommen werden. Es gibt eine Wahrheit. Kirche hat Autorität, die Gemeinschaft der Gläubigen. Vor Gott bin ich natürlich weiter verantwortlich, aber gleichzeitig sind auch wir Christen neuzeitliche Menschen, die jetzt das auch akzeptieren oder davon geprägt sind, wie die Neuzeit ist. Kommen wir zu einer vierten Kategorie des neuzeitlichen Paradigmas und das ist die Moralisierung. Was jetzt passiert, das ist etwas ganz Interessantes. Man hat im Mittelalter vor allem um die Dogmatik gerungen, um die richtige Lehre, um Überzeugungen. Es ging ja um die eine Wahrheit und deswegen ist die Zeit noch bis 1648, nennt man in der evangelischen Kirche auch die Zeit der altprotestantischen Orthodoxie. Das heißt, da ging es um die rechte Lehre. Orthodoxie, die Lehre ist das Entscheidende. Und wenn irgendjemand gefragt hat, was ist die wichtigste Frage, die wir lösen müssen, dann wäre man darauf gekommen, wir müssen uns in der Lehre einigen. Wir können doch nicht verschiedene Lehrüberzeugungen tolerieren. Es muss klar sein, was gilt und was nicht gilt. Jetzt, nach dem 30-jährigen Krieg, haben die Leute gesagt, boah, wir haben 30 Jahre jetzt hier gekämpft. Letztlich um die Frage, was ist die wahre Lehre? Wir haben keine Lösung gefunden. Also hat man gesagt, dann gibt es vielleicht keine Lösung oder mehrere Lösungen. Jedenfalls ist es blöd, wenn wir die Lehre zur Zentralfrage machen. Das gibt immer nur Streit und keine Einigkeit. Könnten wir uns nicht darauf einigen, dass etwas anderes viel wichtiger ist als die Lehre, nämlich unser Verhalten, die Ethik? Könnte man nicht sagen, die Ethik ist viel entscheidender, die Moral, dass wir anständige Menschen werden, dass die Sitte gewahrt bleibt, dass wir einander respektieren, dass wir höflich sind, dass wir so miteinander umgehen, dass wir jedem seinen Raum lassen. Und das haben jetzt die Leute gesagt, das ist vernünftig, das ist vielleicht tatsächlich der richtige Weg. Das können Nichtchristen akzeptieren, dass es um ein gutes Verhalten geht. Und das können auch Christen akzeptieren, denn auch Christen waren schon immer für gutes Verhalten zu haben, 10 Gebote und so weiter. Ethik finden alle irgendwie wichtig. Und man muss die Kinder von vornherein ethisch prägen, sie zu moralischen Persönlichkeiten machen. Wenn man sich also schon nicht auf die Lehre einigen kann, dann könnten wir uns doch wenigstens auf eine bestimmte Ethik einigen. Die Frommen nennen das dann Heiligung, dass man moralisch lebt. Die Nicht-Frommen nennen das Moral dann vielleicht. Und so erschien auf einmal in der Neuzeit ein Konsens möglich und hat gesagt, wir streiten jetzt gar nicht mehr um Lehre, sondern wir versuchen gemeinsam
das richtige Verhalten zu finden und uns darauf zu einigen. Und da können Christen und Nichtchristen sich doch einig sein. Katholiken, Protestanten, aufklärerische Atheisten können sich einig sein, dass man nicht lügt und nicht stiehlt und niemanden tötet. Die Ethik wird jetzt zum Einheitsband und wir merken das, das ist auch heute noch ja ganz stark drin. Gerade hier in Deutschland, in Preußen, hat dann so das preußische Ethos ganz tief in die Kultur hineingewirkt, dass es bestimmte ethische Grundsätze gibt, an die man sich als Christ und als Nichtchrist halten muss. Das prägt die Neuzeit, dieser Hang zur Moralisierung. Kommen wir zum fünften Bereich. Ich gehe jetzt mal hier oben ein bisschen hin mit meinem Bild. Die fünfte Facette dieses Paradigmenwechsels der Neuzeit ist eine Verdiesseitigung. Was meine ich damit? Das große Thema ist die Frage, worauf hoffe ich eigentlich, wenn es um die Frage geht, was mir mein Lebensglück bringt. Und da gab es im Mittelalter eine eindeutige Antwort, ich hoffe auf das Jenseits. Die Erfüllung aller meiner Sehnsüchte, die wird es nach meinem Tod geben, wenn ich in den Himmel komme. Das war allen mittelalterlichen Menschen ganz klar, darauf haben sie gehofft. Dafür hat man alles in diesem Leben getan, um ein möglichst schönes Jenseits zu bekommen. Deswegen hat man Ablässe gekauft, Pilgerfahrten, Wallfahrten gemacht und so weiter. In der Neuzeit gibt es jetzt eine interessante Verschiebung ins Diesseits. Woran liegt das? Zum einen liegt es daran, dass den Leuten sozusagen der Himmel abhanden gekommen ist. Wenn die Kirche keine Autorität mehr ist, die Bibel keine Autorität mehr, dann habe ich nur noch dieses Leben, denn mit meiner reinen Vernunft komme ich über meinen Tod nicht hinaus. Da ist es genauso logisch, dass mit dem Tod alles aus ist. Und wenn mir jetzt niemand von außen sagt, dass es nach dem Tod noch irgendwie weitergeht, dann muss ich mal rational davon ausgehen, mit dem Tod ist alles aus. Das sieht jedenfalls so aus, wenn man da so in ein Grab gelassen wird und dann irgendwann nur noch Skelette und Staub übrig bleiben. Dann scheint ja wohl alles aus zu sein damit. Wenn alles aus ist nach dem Tod, dann bleibt uns nur dieses Leben, das Diesseits. Und so muss ich also mich total darauf konzentrieren, dass ich aus diesem Leben alles heraushole. Wenn dieses Leben aber alles ist, um mir mein Lebensglück zu schaffen, dann muss ich versuchen, alle Sehnsüchte möglichst in diesem Leben zu erfüllen. Ich rechne ja nicht mehr mit einem Leben nach dem Tod, also muss ich versuchen, so glücklich zu werden wie möglich, schon jetzt vor dem Tod. Ich muss so viel erleben wie möglich, ich muss so viel Geld haben wie möglich, ich muss so viel tolle Erfahrungen, Reisen, Gefühle machen. Ich muss am besten Kinder in die Welt setzen, alles, was irgendwie mir vorkommt, was Spaß macht, was toll ist, was mir an guten Erfahrungen was verspricht. Ich muss irgendwie jedem Werbeversprechen nachjagen, das mir verspricht, wenn du das hast, bist du noch glücklicher, wenn du das machst, bist du noch glücklicher. Und ich muss Sportarten machen, ich muss auf Partys gehen, ich muss verschiedenste Sachen essen, kaufen, haben, noch ein tolleres Auto fahren und so weiter, weil ich kann das ja alles nur in diesem Leben und mein Leben ist bald vorbei. Deswegen muss ich gucken, dass ich in dieses Leben so viel reinpacke wie möglich. Das ist die Folge einer Verdiesseitigung. Und deswegen rackern die Menschen sich ab. Das ist eine Wurzel von vielen Stresskrankheiten, von Burnout, weil man so viel macht wie möglich, um doch dieses Leben so möglichst so glücklich zu machen, wie es geht. Daher kommt unsere Freizeitgesellschaft, unsere Spaßgesellschaft, Konsumgesellschaft, Reisegesellschaft, Erlebnisgesellschaft. Alles muss in dieses Leben. Das ist typisch Neuzeit und das hat auch zu einem Raubbau an unserem Planeten geführt, weil man sagt, ich lebe nur diese 60 Jahre, ist mir jetzt egal, ob diese Urwaldbäume hier abgeholzt werden. Ich will hier jetzt ein Mangofeld hinmachen oder was weiß ich.
Man fragt nicht mehr so viel nach den folgenden Generationen und so. Man lebt sehr diesseits orientiert und ich habe nur das Diesseits für mich, vielleicht noch für meine Kinder, weiter denke ich nicht. Und an ein Jenseits denkt der neuzeitliche nicht-religiöse Mensch auch nicht mehr. Kommen wir zum letzten Punkt. Was ist neu an der Neuzeit? Es ist eine Erfahrungsorientierung. Hierbei war das große Thema, wie kann ich eigentlich Erkenntnis gewinnen? Was ist eigentlich meine Quelle, um bestimmte Überzeugungen zu gewinnen? Und da hatte das Mittelalter gesagt, die Kirche hatte gesagt, du kannst deine Erkenntnis so gewinnen, dass Gott sie dir gibt. Gott hat Erkenntnis offenbart in der Bibel, im Wort Gottes. Wir, die Kirche, helfen dir, das Wort Gottes zu verstehen. Die wichtigsten Erkenntnisse, Sinn, Leben, Schicksal, Tod, Schuld, alles darüber, was den Menschen wirklich ausmacht, was uns wirklich interessiert, diese Erkenntnis kriegst du nur durch Offenbarung. Die Neuzeit sagt, Offenbarung akzeptieren wir ja nicht mehr. Ist doch egal, was die Kirche sagt und ob es Gott gibt, weiß keiner. Es geht um die Frage von Erfahrungen. Also, wenn du wissen willst, was wirklich Sache ist, dann musst du eine Studie machen, Experimente machen. Es geht jetzt quasi immer nur um Erfahrungen. Man weiß nur das wirklich, was man experimentell nachvollziehen kann. In den Naturwissenschaften heißt das, ich glaube nur, was ich sehe, was ich experimentell belegen kann. Am Anfang der Aufklärung war es noch so, dass man davon ausging, es gibt bestimmte innere Gewissheiten im menschlichen Verstand, dass es zum Beispiel Gott geben muss oder so. Irgendwann ging man dazu über, dass man sagte, auch das gibt es nicht nur, was wirklich erfahrbar ist. Und Gott ist in dem Sinne nicht experimentell nachvollziehbar erfahrbar. Der englische Empirismus hat gesagt, nur empirische Ergebnisse zählen. Das ist auch bis heute in manchen Wissenschaften so. Nur empirische Studien, die belegen können, dass etwas allgemein nachvollziehbar so ist, die akzeptieren wir als Wahrheit. Und so ist also nicht mehr die Kirche jetzt der Garant der Wahrheit durch ihre vorgelegte Offenbarung Gottes, sondern an diese Stelle treten die Experimente der Naturwissenschaften oder meine persönliche, individuelle Erfahrung. Das geht natürlich auch. Also wenn man es hier nochmal im Überblick hat, die 6 Verschiebungen, die es in der Neuzeit gibt, plurale Wahrheiten, der Verstand als Maßstab, eine starke Individualisierung und Zersplitterung, die Ethik wird jetzt viel wichtiger, das Diesseits wird total der Mittelpunkt des Glücks und Erkenntnisse werden jetzt durch Erfahrungen gewonnen. Das hat jetzt verschiedene Auswirkungen, die auch kirchengeschichtlich bedeutsam sind. Ich möchte euch das mal an diesen 6 Punkten, die noch kommen, ein bisschen deutlich machen. Die erste Auswirkung der Neuzeit ist, dass das Denken sich verändert. Wir nennen das heute global die Aufklärung, die sich entwickelt hat. Die Aufklärung ist eine neue Denkbewegung in der westeuropäischen Philosophie, die im 17. Jahrhundert beginnt, im 18. Jahrhundert dann langsam den Zeitgeist bestimmt. Wir machen dazu noch ein eigenes Video, wo ich die Aufklärung noch näher erläutere. Die Aufklärung ist im Grunde die Denkströmung, die jetzt die Vernunft in den Mittelpunkt stellt. Und es geht jetzt also um ein rationales Zweckdenken, dass Argumente sozusagen die Herrschaft übernehmen. Die Naturwissenschaften werden jetzt die Leitwissenschaft und das neue Denken, das verstandgeleitete Denken zieht jetzt auch in die Theologie ein, in die Politik und es kommt dazu, dass durch das Denken man der Überzeugung wird, dass jetzt die Moral sozusagen das Entscheidende ist, um die wir uns kümmern sollen.
Die zweite große Auswirkung der Neuzeit ist eine Verschiebung in der Weltanschauung. Das könnte man grob sagen, ist eine von der mittelalterlichen Weltanschauung, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass wir die Krone der Schöpfung sind, verschiebt sich jetzt etwas so, dass wir sagen müssen, die Bibel ist jetzt nicht mehr die Autorität und man akzeptiert langsam, dass die Erde nicht mehr der Mittelpunkt des Universums ist, sondern die Sonne, das Zentrum unseres Sonnensystems. Dadurch rutschen wir schon mal aus dem Fokus und Gott rutscht aus dem Fokus und schließlich rutscht auch der Mensch als Krone der Schöpfung aus dem Fokus, als im 19. Jahrhundert dann die Evolutionstheorie aufkommt. Das heißt, die Weltanschauung verändert sich. Wir finden uns im 20. Jahrhundert heute in der Neuzeit auf einmal wieder als Zufallsprodukte in einem riesigen Universum, das wir anfangen zu erforschen, aber wo es letztlich keinen Sinn und keinen Gott, keine höhere Macht mehr gibt. Ein völlig neues, nicht nur eine Weltanschauung, ein völlig neues Seinsempfinden, als der mittelalterliche Mensch es hatte, der sich so als ein Wesen vor Gott auf einem Planeten, den Gott geschaffen hat, verstanden hat. Das Dritte, was sich jetzt ändert, ist eine neue Glaubenseinstellung. Neuzeitliche Menschen, auch wenn sie Christen sind, glauben anders als mittelalterliche Menschen. Da gibt es vielleicht liberale, rational glaubende Theologen und so. Ich möchte mich hier in meinen Vorlesungen mal auf eine Strömung besonders konzentrieren. Und das ist die Glaubenswelt des Pietismus. Wir kommen da in den nächsten Stunden dazu. Der Pietismus ist die erste große geistliche Erneuerungsbewegung in der evangelischen Kirche, die so ab 1675 begann. Und das sind jetzt auf einmal Menschen, die genauso gläubig sind, wie mittelalterliche Christen es schon waren, aber die jetzt anders glauben, weil sie neuzeitlich glauben, weil sie geprägt sind von der Neuzeit, weil sie zum Beispiel individualistischer glauben. Sie sind jetzt schon neuzeitliche, individualistische Menschen und sie glauben jetzt auch viel individualistischer, viel vielfältiger, sehr unterschiedliche Zugänge zum Glauben werden jetzt gesucht. Individuelle Frömmigkeit und eine ethisch orientierte Frömmigkeit, die Praxis des Glaubens, wird jetzt auf einmal wichtiger als die Lehre des Glaubens. Wenn es noch 100, 200 Jahre vorher sehr stark darum ging, hast du die richtige Überzeugung, dann geht es den Pietisten jetzt viel stärker damit darum, ob du richtig lebst mit Gott und ob du auch Erfahrungen machst mit Gott. Erfahrungsorientierung spielt jetzt eine Rolle. Selbst wenn du die wahre Lehre nicht mehr so richtig entscheiden kannst, aber du kannst Gott erfahren, vor allem in Bekehrung und Wiedergeburt erfährst du den lebendigen Gott und das wird dann dein Garant für deine Wahrheit, dass Gott dich berührt hat und du eine Erfahrung gemacht hast. Wir werden das im Einzelnen uns anschauen, aber hier schon mal so vorweg, Pietisten sind ganz neuzeitlich geprägte Christen, die einfach den Glauben in die Neuzeit mitnehmen und sagen, heute sind diese und diese Sachen wichtig und man kann Christ sein, wenn einem diese und diese Sachen wichtig sind. Individuelle Überzeugungen, Erfahrungen, Ethik. Das vierte, was ich betrachten möchte, in der Auswirkung der Neuzeit, ist ein kirchlicher Bedeutungsverlust. Während bis 1600, sagen wir mal, die Kirchengeschichte mit der Weltgeschichte ganz eng verknüpft war. Seit Konstantin dem Großen, 1300, 1400 Jahre, war die Weltgeschichte nicht ohne die Kirchengeschichte zu denken, zumindest in Europa. Und nun auf einmal löst sich das voneinander. Die Weltgeschichte emanzipiert sich und macht auf einmal ganz viele Sachen, wo die Kirche gar nicht mehr so entscheidend ist oder mitmacht, wo man gar nicht mehr fragt, was sagt denn der Papst dazu, was sagt denn die Kirche dazu. Es passieren jetzt Kriege, die mit Religion gar nichts mehr zu tun haben.
Es passieren politische Umwälzungen, Parteien entstehen, die gar nichts mehr mit Kirche und Religion zu tun haben. Und ja, ihr wisst selbst, wie das heute ist. Nach Kirche fragt kaum noch jemand. Wenn man sich 15 Minuten Tagesschau anguckt, dann ist es ganz selten mal so, dass da mal die Kirche noch irgendwie vorkommt bei dem, was in der Welt passiert. Ab und zu wird mal gefragt, Herr Bischof, was sagen Sie eigentlich auch nochmal dazu aus kirchlicher Sicht, aber das ist schon selten. Die Kirche verliert an Bedeutung, sie verliert immer mehr Mitglieder, sie verliert, dass man überhaupt nach ihr fragt. Und das heißt auch jetzt, wenn wir uns mit Kirchengeschichte beschäftigen, jetzt in der Neuzeit seit 1650, dann werden es Sachen werden, immer mehr, die man in der Schule gar nicht mehr behandelt hat, weil die mit der politischen Geschichte gar nichts mehr zu tun haben. Wir werden sehen, es hat immer noch sehr viel damit zu tun, aber wir werden auch jetzt viele Spezialthemen betrachten, die so einfach kirchlich sind und christlich, die kaum noch Auswirkungen auf die politische Geschichte hatten und die deswegen auch im normalen Geschichtsunterricht auch gar nicht vorkamen. Das fünfte, was ich betrachten will, ist die Auswirkung auf die Politik. Man könnte sagen, eine Auswirkung der Neuzeit auf die Politik ist ein Politikverständnis, das auf religiöse Begründungen verzichtet und das deswegen rein rational vorgeht. Und rational heißt, ich mache jetzt Politik so, wie sie mir logisch erscheint, zweckrational. Jetzt gibt es verschiedene Fürsten, die sagen, okay, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, ich brauche nicht mehr in der Neuzeit nach Kirche und Papst und irgendwem zu fragen. Ich bin jetzt hier der Fürst oder König. Ich mache jetzt einfach, was mir logisch erscheint. Und so kommt es also dazu, dass Fürsten anfangen, eine reine Machtpolitik zu betreiben. Man bezeichnet das auch als Staatsraison. Also Raison ist der französische Begriff für Ratio, für Verstand. Dass also ein König, Ludwig XIV. Oder so sagen kann, aus reiner Staatsraison töte ich jetzt mal ein paar Menschen oder verbiete mal das und das, weil das für meinen Staat das Beste ist. Egal, was die Bibel sagt, was die Kirche sagt, was irgendwer sagt, weil l'État c'est moi, der Staat bin ich und meine Vernunft sagt mir, wie ich jetzt Politik machen soll. Machiavellismus nennt man das auch, so die absolute Herrschergewalt eines Fürsten, die damals ja wie Diktatoren teilweise herrschen konnten. Dabei ist das noch nicht antichristlich in dieser frühen Neuzeit. Man toleriert die Kirchen, man lässt sie bestehen, man instrumentalisiert sie eher und sagt, ja, Kirche kann man gut gebrauchen, weil die Kirche sagt den Leuten, wie sie sich verhalten sollen. Und sie sagt ihnen, seid schön ruhig, regt euch nicht auf, macht keinen Aufstand, tötet keinen, stehlt keinen, lügt nicht. Das gefällt mir ganz gut so als Fürst, wenn die Kirche sozusagen die Erziehung der Menschen übernimmt, damit sie alle brave Staatsbürger werden. Das hat man den Kirchen auch später vorgeworfen, dass sie sich so instrumentalisieren lassen haben, in Frankreich, aber auch in Preußen, egal ob evangelisch, katholisch, dass sie sich so vor den Karren der Staatsdiktatoren haben spannen lassen, um einfach die Bevölkerung zu sozial disziplinieren, könnte man sagen. Ein letzter Punkt, den ich hier noch betrachten will, ist die Auswirkung der Neuzeit auf die Mission. Wir werden sehen, in der Neuzeit, in den letzten 300 Jahren, gab es einen riesen Aufschwung der Weltmissionstätigkeit der Christen. Bis ins 16. Jahrhundert war Mission eigentlich ein katholisches Geschäft. Die Protestanten haben das sehr spät entdeckt. Im 17., 18. Jahrhundert erst ganz bisschen und im 19. Jahrhundert dann aber auf einmal explodiert die protestantische Weltmission. Wir werden dazu eigene Stunden noch haben und wir fragen uns, woher kommt das, dass auf einmal evangelische Christen anfangen, in die ganze Welt auszuströmen und andere Kontinente zu evangelischen Christen zu machen, sodass wir heute in verschiedensten Zonen der Welt außerhalb Europas
christliche Hochburgen haben, auch evangelische Hochburgen, auf einmal in Südamerika, christliches Südkorea und so weiter, in Afrika, anglikanische Kirche in Kenia und so weiter. Wie kommt das, dass im 19. Jahrhundert, in der Neuzeit, die Weltmission auf einmal so boomt? Das hat damit zu tun, dass natürlich der Protestantismus sich mit dem Kolonialismus auch verbündet hat, ähnlich wie im Katholizismus vorher auch schon. Das hat manche Nebenwirkungen gehabt, für die man sich heute leider schämen muss. Es gibt auch gute Beispiele, wo sich die Kirche da nicht rein verpflichten lassen hat. Aber wir werden das im Einzelnen differenziert betrachten. Für unsere Zwecke erstmal nur: Neuzeit heißt, Weltmission nimmt einen Aufschwung, weil auch Christen mit Vernunft individuell Erfahrungen machen, wagemutig sind, Neues wagen und so auch in der Mission für Gott einiges neu wagen. Ja, soweit mal zu den Auswirkungen der Neuzeit. Wenn man so ein kleines Fazit ziehen will, was das jetzt für eine neue Zeit ist, dann könnte man sagen, die politische Geschichte hängt genauso wie die Kirchengeschichte mit diesen Verschiebungen der Neuzeit ganz eng zusammen. Diese Verschiebungen machen für mich sehr verständlich, wieso wir heute total anders ticken als die Menschen im Mittelalter. Und man kann natürlich jetzt fragen, ist das jetzt schlechter oder besser, wie wir heute leben? Ist die Neuzeit besser oder schlechter als das Mittelalter? Hatten wir nicht ein christliches Mittelalter? Fragen manche Christen. War das nicht besser als heute unsere gottlose Neuzeit? Das muss jeder für sich selber beantworten. Ich würde sagen, im Grunde ist es müßig zu fragen, denn man kann sich natürlich zurücksehnen nach einer Zeit, wo alles noch viel christlicher war, als es heute ist. Aber man kriegt ja diese Zeit nicht mehr zurück. Unsere Zeit ist heute anders. Die Zeit ist, wie sie ist. Wir haben heute einen anderen Zeitgeist als im Mittelalter, und Christen sind immer herausgefordert, das Evangelium in die Zeit zu übersetzen, in der sie nun mal leben. Sie mussten es im Mittelalter machen und wir müssen es heute in der Neuzeit machen. Manche sagen, wir müssen jetzt im Grunde schon was ganz Neues erfinden, weil diese Postmoderne, die sich jetzt entwickelt und in der wir vielleicht schon leben, ist schon wieder eine ganz neue Zeit, die wieder andere Lösungen, andere Gemeinden, eine andere Theologie braucht. Das wäre eine Frage, wenn wir in praktischer Theologie über Emerging Church und missionale Theologie reden. Also auf jeden Fall sind wir herausgefordert, für unsere heutige Zeit, egal wie wir sie betrachten, ja, nachzudenken, was Glaube heute heißt, was das Evangelium für heute bedeutet und was das Wort Gottes für unsere heutige Zeit sagen möchte und was den Menschen, die heute real leben, angemessen ist. Darum geht es. Und dafür ist es vielleicht gar nicht schlecht, sich klar zu machen, inwiefern sich die Welt verändert hat seit dem Mittelalter. Ich hoffe, euch sind ein paar Glühbirnen aufgegangen, damit ihr euch selbst besser versteht und die Menschen ein bisschen besser versteht und für Kirche und Gemeinde Lösungen findet, die menschenfreundlich und Gott angemessen sind.